Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute ist es so ein bisschen wie in einer alten ARD-Sendung. Vorsicht, Falle! Ne? Und zwar geht es heute mal um Backtests im Optionsbereich. Mir sind da in letzter Zeit ein paar Sachen aufgefallen, die ich euch einfach mal zeigen will, wo ihr solche Backtests, die ja immer mal veröffentlicht werden, durchaus ein bisschen kritisch sehen dürft. Und welche Punkte das sind, die mir aufgefallen sind, das besprechen wir jetzt im Video. Backtests sind ja aus dem Börsenhandel nicht mehr wegzudenken. Also in jedem Bereich, egal ob es jetzt Aktienhandel ist, ob es Futurehandel ist und natürlich auch zuletzt immer mehr im Optionshandel gibt es Backtests. Und Backtests sind eine super, super Sache, ne? Weil man kann eben Handelssysteme erstmal grundsätzlich antesten, haben die überhaupt einen positiven Erwartungswert? Wie verhalten sich solche Systeme in schlechten Zeiten? Also wenn du eben ein System hast, was grundsätzlich funktioniert, aber du sagst, es gibt so Börsenzeiten, wo es eben eher Minus macht, dann kannst du ausrechnen, wie groß in etwa die Drawdowns werden. Das heißt, du kannst ja so ein bisschen dich darauf einstellen, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren. Also Backtests sind trotz aller Schwächen, die die haben, ne, weil es immer nur ein Blick in die Vergangenheit, niemals in die Zukunft, sind Backtests eine wahnsinnig tolle Sache. Jetzt war es ja bis vor einigen Jahren so, dass es nahezu keine Backtests im Optionsbereich gab. Warum? Es ist die Schwierigkeit, das Ganze zu tun. Ne? Wenn ihr sagt, ich teste mal eine Aktie rückwärts, naja, dann gibt es nur diese eine Aktie. Testet ihr Optionen, dann gibt es eben bei dieser Option tausende verschiedene Strikes und Laufzeiten, und das macht es eben wirklich sehr, sehr schwierig, selbst wenn man die historischen Daten hat, die sehr, sehr teuer sind, aber selbst wenn man diese hat, macht es das Ganze sehr schwierig, das Ganze zu testen. Aber in den letzten Jahren sind ja immer mehr Anbieter gekommen. Natürlich, jeder von euch kennt zum Beispiel Tastytrade, die da wirklich Geld in die Hand genommen haben und gesagt, wir testen das mal durch. Und das hat unheimlich viel dazu beigetragen, dass sehr viele Optionshändler natürlich auch selbstsicherer geworden sind in ihrem Handel, dass sie mehr gelernt haben. Also grundsätzlich ist das eine wahnsinnig tolle Sache, und ich bin froh über jeden Backtest und über jede Studie, die veröffentlicht wird. So, jetzt sind mir allerdings ein paar Sachen aufgefallen zuletzt, die vielleicht einige nicht so ganz verstehen, und ich bin ja immer so ein Fan davon, dass man sagt, man übernimmt Dinge nicht kritiklos oder einfach, dass man sagt, ja, das ist halt einfach so und hinterfragt es nicht. Ne? Also auch das, was ich hier erzähle, seht das nie als die ultimative Wahrheit an, sondern immer etwas Anregendes, wo ihr sagt, okay, darüber kann ich selbst mal recherchieren, da kann ich mir selbst mal Gedanken machen. Jetzt kommen wir mal zu zwei Punkten, die mir bei Backtests aufgefallen sind. Und zwar Nummer eins, das Erste, was sehr häufig gemacht wird bei diesen Backtests, es werden keine Gebühren eingerechnet. Ist das wichtig oder ist das nicht wichtig? Ich will euch das mal an einem Beispiel zeigen. Eine bekannte Studie gibt es von mehreren Anbietern, besagt zum Beispiel, wir nehmen mal den Spider und sagen, wenn die IVR beim Spider größer 50% ist, dann verkaufen wir Short Strangles an der zweiten Standardabweichung und gucken mal, was da rauskommt. Ne? Und dann kann man noch sagen, lässt man die durchlaufen, managt man die bei 50% Gewinn, so wie man das normalerweise bei Aktienoptionen macht, was kommt da raus? Und da kommt raus ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Ich sage jetzt mal, da kommt vielleicht raus irgendwie $80 im Schnitt pro Trade macht das Gewinn. Ist ja eine super Sache. Ne? Jedes Mal, wenn ich diesen Trade mache, habe ich statistisch betrachtet $80 Gewinn. Also immer wenn es auftritt, mache ich das. So, was ist jetzt aber das Problem, wenn man hier keine Gebühren einberechnet? Und die werden nämlich in der Regel nicht einberechnet. Schaut euch mal an, und da könnt ihr jetzt sogar jetzt mal schauen, wo ihr die IVR vielleicht nicht gerade über 50 ist, je nachdem, was an dem Tag, wo das Video jetzt ausgestrahlt ist, für eine IVR ist. Aber guckt mal nach, was bringt euch denn ein Strangle und vor allen Dingen hier der Call an der zweiten Standardabweichung im Spider. Und da werdet ihr feststellen, da reden wir vielleicht über einen Preis von 0,01 bis 0,02. So, und was heißt denn das? Das heißt, wir kriegen für die Call-Seite zwischen 10 und $20. Nein, schlimmer noch, zwischen 1 und $2. Zwischen 1 und $2 kriegen wir das sogar bloß. Jetzt lasst das selbst mal so hier sein, dass man sagt, okay, das ist hier irgendwie auf 0,05 bis 0,10. Dann reden wir zwischen 5 und $10 Prämieneinnahme. Und wenn du jetzt angenommen $5 Prämieneinnahme hast und kaufst die bei
50% zurück, dann reden wir über 2,50 Dollar Gewinn. Da sind aber noch nicht mal Gebühren dabei. Das heißt, wenn man die Gebührenmodelle nimmt, Tastyworks 5 Dollar, IB oder lass es 2,50 sein, lass es bei IB irgendwie 1,50 sein oder bei CapTrader 3 Dollar oder was auch immer, ne? Dann kommt hier nämlich schon mal ein Minus raus. Dann hast du nämlich hier gar keinen Gewinn gemacht, sondern dann werden plötzlich aus den 80 Dollar vielleicht bloß noch, Unterseite habt ihr auch keine Gebühren, da werden vielleicht bloß noch 67 Dollar. Da könnte jetzt einer sagen, naja gut, immer noch Gewinn, ne? Ist aber ein dramatischer Unterschied. Gleich mal fast 15% weniger und das sollte man einfach schon mit einkalkulieren. Ne? Also denkt daran, die meisten Studien, die veröffentlicht werden, sind ohne Gebühren berechnet. Das ist ein großer Nachteil, weil er verfälscht eindeutig das Ergebnis. Das heißt, geht einfach mal her und zieht bei diesen ganzen Studien, die ihr seht, von den Gewinnern 20% ab und rechnet allerdings bei den Verlusten auch nochmal 20% dazu. Kommen wir mal noch zum zweiten Fehler, der mir aufgefallen ist, oder ja, das ist vielleicht nicht direkt ein Fehler, aber etwas, was nicht so gerne gezeigt wird. Und zwar auch hier wieder klassische Studien. Und zwar oftmals wird angezeigt, mal angenommen, wir sagen, okay, lohnt sich denn beispielsweise Short Puts in einem Index zu verkaufen? Ne? Wir wissen, klar lohnt sich das. Ne? Das ist ein gutes Geschäft, das lohnt sich. Und jetzt wird zum Beispiel gesagt, hier, was weiß ich, Short Put in irgendeinem Index. Wir nehmen mal wieder den Spider. Könnte aber auch irgendwas anderes sein. Das spielt jetzt hier mal gebührenmäßig nicht so die ganz große Rolle. Und dann steht eben wieder da, wenn wir permanent Short Puts verkaufen, es wird auf einen gewissen Zeitraum getestet, dann kommt da irgendwie ein Ergebnis raus, was weiß ich, im Schnitt verdienen wir irgendwie 100 Dollar und der größte Verlierer ist von mir aus 400 Dollar. Okay? 400 Dollar maximaler Verlust pro Trade. Und was denkst du denn jetzt in dem Moment? Jedenfalls, was denken die meisten? Naja, okay. 100 Dollar im Schnitt Gewinn, 400 Dollar Verlust. Wann mache ich diese Verluste, wenn es nach unten geht? Naja, okay, so tragisch ist das nicht. Das heißt, da die meiste Zeit geht es ja nach oben. Das heißt, da komme ich schon irgendwie raus. Am Ende habe ich ja, gibt es ja dann irgendwie, also hier dort, das ist ja meist der Durchschnitt. Im Durchschnitt gewinnt man trotzdem 100 Dollar. Und selbst wenn ich mal 400 Dollar verliere, ist das nicht so tragisch, weil ich weiß, ich gewinne ja 100 Dollar im Schnitt. Aber, und das ist jetzt wieder das Aber, was wird denn nicht mit angegeben? Hier wird der maximale Verlust pro Trade angegeben, aber hier wird nicht angegeben der Drawdown. Das heißt, wie oft tritt denn das hier auf? Also wie oft kann ich das denn hintereinander haben? Und jetzt stellen wir uns einfach mal so eine Situation vor, die wir vielleicht ein paar Jahre lang nicht hatten. Nämlich, dass man sagt, okay, die Märkte brechen mal eine Woche ein und dann geht es ja schon wieder nach oben. Was ist denn, wenn das Ganze mal über 3 Monate läuft? Was ist denn, wenn das Ganze mal wie in der Finanzkrise 1 Jahr läuft? Und dann hast du nämlich hier nicht diesen 400 Dollar Verlust und dann kommen wieder die Gewinner. Dann kann es passieren, du hast das 10, 15 Mal hintereinander. Und dann sieht das natürlich plötzlich ganz anders aus, wenn du sagst, ich verdiene im Schnitt 100 Dollar pro Trade, verliere aber vielleicht zwischendurch mal 6.000 Dollar. Ne? Gerade jemand, der ein kleineres Konto hat, könnte ja denken, hey, eine super Strategie, mache ich, weil ich verdiene im Schnitt immer ein 100er, das ist doch super. Und okay, wenn ich habe ein 5.000er Konto und wenn ich halt mal 400 verliere, naja gut, das sind halt dann zwar 8%, aber damit kann ich ja leben. Aber schon wenn es 2-3 Mal hintereinander passiert, reden wir dann plötzlich über relativ große Drawdowns. Und das wird leider in diesen Studien auch nicht angegeben. Wir hatten mal mit Tastytrade eine Mail-Konversation und die haben uns das dann auch leider nicht geschickt. Ne? Also wir haben gesagt, okay, dann super Ergebnis, klasse, wie groß war denn der größte Drawdown? Und sie haben es uns dann aber nicht geschickt, weil sie sagen, wir haben es nicht oder haben es nicht getestet, wie auch immer. Ne? Okay, also das ist natürlich auch eine Sache, wo ihr einfach ein bisschen kritisch sein müsst, wo ihr einfach bei diesen ganzen Tests immer mal schauen müsst, okay, was macht denn da Sinn oder was wird vielleicht, nicht, dass es falsch ist, aber dass es einfach nicht gesagt wird. Ne? Und deswegen macht euch bei diesen ganzen Tests, nehmt die als gute Grundlage und sagt, hey, das ist eine Strategie, die funktioniert. Ich muss mir aber Gedanken machen, was könnte denn im schlimmsten Fall passieren? Was passiert in einem Drawdown? Was sind vielleicht die Dinge, die hier nicht öffentlich angesprochen werden? Warum auch immer? Ich will da, wie gesagt, gar kein was unterstellen. Tastytrade ist super. Ich bin nach wie vor ein Riesenfan von denen. Aber
Man muss es auch ganz realistisch sehen. Das ist natürlich auch, hat alles auch alles einen Geschäftszweck, ne? Wie jeder, ich habe auch einen Geschäftszweck, warum ich das ja mache. Also deswegen sehe ich das immer durchaus ein bisschen mit nicht kritischen, na doch kritischen Augen. Also fragt einfach mal konstruktiv kritisch in so einer Situation nach. Das waren so zwei Punkte, die mir aufgefallen sind bei Backtests von Optionen. Und wenn euch auch solche Dinge aufgefallen seid, nein, sind, wenn euch auch solche Dinge aufgefallen sind, genau, dann schreibt das mir in die Kommentare rein und dann sprechen wir darüber. Ihr könnt mir auch mal Studien zeigen, wo ihr sagt, ah, siehst du, da ist auch so ein Punkt drin, wo ihr sagt, das passt nicht so richtig. Und dann können wir das hier an der Stelle mal ein bisschen auswerten. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit, dass ihr wieder zugeschaut habt. Kommentiert das Ganze, bewertet das Ganze, teilt das Ganze. Freue mich auf eure Reaktion. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, passt auf euer Geld auf. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.